Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute gibt es ein kommentiertes Springtraining mit Kalle. Ich habe das ja jetzt letzte Woche mit Chili gemacht. Es wird auch noch mit Sienna kommen. Heute ist es das mit Kalle. Es wird nicht so lang wie das mit Chili. Es wird einfach eher kürzer, weil ich habe mich hier jetzt einfach im Schritt ganz mal aufgewärmt und bin halt Bahnfiguren gelaufen und irgendwie Bogen und was weiß ich nicht alles. Und habe mich so dann erstmal im Schritt angefangen, warm zu machen, reinzukommen und bin dann, glaube ich, hier jetzt auch dann bald angetrabt. Ja, bin dann hier jetzt auch angetrabt das erste Mal und habe den Parcours wie... Nee, das kommt noch nicht. Scheiße. Ich hab's ja echt mal wieder richtig gewuppt hier mit dem Kommentieren. Weil ich habe hier nämlich gleich noch zwei Sprünge umgestellt. Und ja, ich glaube jetzt beim nächsten Cut kommt das dann. Ich habe ganz viel auch wieder rausgeschnitten. Ich habe eigentlich eine ganze Stunde trainiert, aber ich habe euch jetzt halt hier alles wieder ganz viel rausgeschnitten, weil das wäre ja sonst langweilig. Auf jeden Fall hier habe ich jetzt den blauen da von der Wand weggenommen und den hellblauen von der Wand, also vom Zaun weggenommen und diesen anderen blauen, da habe ich da so in die Mitte irgendwie gestellt und hier bin ich dann das erste Mal beim Sprung und da ist irgendwie so ein bisschen losgelaufen danach, weil es war halt einfach der erste Sprung oder Trab, was weiß ich, aber hier beim zweiten Mal hat es gleich viel, viel besser geklappt. Ja, ich denke auch so echtes Pferd, ne? Und hier bin ich dann drüber, ich hatte dann so einen Hopsage gemacht, aber vollkommen okay, wirklich. Habe ich dann auch gleich einfach nochmal gemacht, in die andere Richtung. Das hat auch echt super geklappt. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so die Tonqualität jetzt findet, weil ich habe jetzt ein neues Mikrofon. Und ja, ich finde es eigentlich ganz okay. So, jetzt hier bin ich dann auch diese Distanz da gleich getrabt. Jetzt auch nochmal in die andere Richtung. Ja, schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare, wie ihr so diese Tonqualität hier jetzt findet. Dann, Leute, unbedingt nicht vergessen, ihr kommt alle in Hobbyhaus bewerten dran. Also, mich haben es jetzt zwar keine gefragt bis jetzt, wann sie denn jetzt endlich mal dran sind, aber ihr kommt noch alle dran. Aber ich wollte halt einfach jetzt erstmal hier diese Trainingsvideos hochladen, weil das geht halt einfacher zu schneiden und so. Und dann Daumen nach oben nicht vergessen, abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und einfach irgendwas in die Kommentare ballern, weil das ist gut so für den Algorithmus und dann werden meine Videos mehr vorgeschlagen und auch Werbung gucken, weil ich brauche mein Himmi. Genau. Peace. Oh Gott, warum bin ich so cringe schon wieder? Oh, ja, hier bin ich auch ganz cringe. Da ist irgendwie so ein bisschen losgiftig. Da ist, glaube ich, vorne auch über die Stange gleich mitgesprungen. Habe ich das jetzt richtig mitbekommen, gemerkt, gesehen? Ja, aber hier bin ich dann einfach da über diesen roten mit der Stange dahinter. Das hat so ganz okay geklappt. Ja, hier sah es jetzt schon wieder so aus, als wäre das jetzt so eine Sequenz irgendwie gewesen. War es halt aber nicht. Ja, und hier hat es dann auch wieder richtig gut geklappt mit dem Roten. Ja, was soll ich denn dazu jetzt noch sagen? Weil jetzt passiert ja hier nichts. Jetzt trabe ich hier über die Sprünge. Ah, hier galoppiere ich an. Leute, habt ihr das gesehen? Auf dem Zirkel bin ich angetrabt. Und hier gleich der Galoppwechsel. Ein Träumchen. Ein Träumchen ist das, wirklich. Ein Träumchen noch hier. Ein Träumchen. Und hier wieder auf dem Zirkel. Und dann bei X da, bei X. In Anführungszeichen. Dann da auch schön wieder angaloppiert. Ich kann es einfach nicht glauben. Jetzt hier die Linie. Oh, da ist er mir so ein bisschen los. Und da musste ich ihn einmal mit der Gerte, ich wollte gerade Peitsche sagen, aber das ist ja nicht. Mit der Gerte ermahnen. Ja. Leute, geht gar nicht. Ja, also hier ist er mir dann, weil da ist er immer so los. Hier war ich dann immer so dicht und da ist er dann immer, oder ich, bin er da immer so komisch gesprungen.
Und ja, genau. Deswegen habe ich sie mal von der anderen Seite probiert. Das hat, naja, hier war ich ein bisschen groß. Ja. Hier, aber der. Oh, der Galoppex war ja mega. Und krass, da über dem Sprung noch mit der Stange davor. Und hier habe ich dann. Habe ich schon in dem anderen? War das da auch schon höher? Auf jeden Fall habe ich hier dann jetzt höher gemacht. War das davor schon? Oh mein Gott, ich bin so null vorbereitet irgendwie. Ja, Leute, ich habe gerade noch mal geguckt. Es ist jetzt dann auch höher, also natürlich nicht so hoch, weil er kann ja nicht so hoch springen, ne? Der Kalle. So, ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, und hier diese Linie, das war einfach komisch. Und deswegen habe ich das hier gleich auch noch mal dann gemacht, glaube ich, oder habe ich es von der anderen Seite gemacht? Nee, ich bin dann hier. Und bin dann hier so und dann. Was mache ich denn da? Oh Gott. Bin dann da einfach diese Linie und dann. Der Galoppwechsel war ein bisschen komisch, aber dann. Ja, was mache ich denn? Ich bin irgendwie verwirrt. So, hier galoppiere ich jetzt an. Und. Digga, was geht denn bei mir eigentlich jetzt gerade hier beim Kommentieren? Der Galoppwechsel war okay, aber naja, war jetzt nicht mein Bester bei dem Training. So, hier komme ich jetzt von oben über den Blauen. Das fand ich irgendwie richtig nice. So. Und dann gleich da diesen Hellblauen noch im Anschluss. Und mache jetzt auch noch die Linie. Nee. Den roten, den roten. Und da. Ist ja hinten auch noch über die Stange so drüber gesprungen, Krankenwagen. So, hier wieder der Galoppwechsel. Und dann der hellblaue. Ja, und dann wo jetzt? Noch über den roten wieder. Ach so, ja, weil ich musste das ja jetzt nochmal reiten, weil er ist mir da ja zu weit gesprungen. Genau. Und hier dann so und dann. Habe ich da irgendwie nicht kein Galoppwechsel über den Sprung gemacht, aber bin dann hier auf die Distanz. Und das war, naja, war jetzt ehrlich gesagt nicht so mein bestes Ding. Auf jeden Fall habe dann hier einfach mal so einen Galoppwechsel ohne Sprung gemacht. Und dann da wieder über diesen blauen da hinten und habe dann da aber den Galoppwechsel über den Sprung auch nochmal gewuppt. Und die Distanz war richtig gut. Wow. Ich bin stolz auf meinen kleinen Kali. Und hier, wie gut war das? Auf der Galoppwechsel über dem Sprung mit der Stange. Dann noch hier die Distanz. Das sah zwar jetzt aus, als wäre ich da einfach nur so drüber getrabt. Aber bei mir sieht das halt einfach so aus in der Höhe. Und da, oh mein Gott, der Galoppwechsel mit der Stange. Ich kann nicht mehr. Alter, wie gut ich bin. Nee, aber. Ja, so, hier bin ich dann aus der Wendung da hinten und dann war das, naja, nicht mein Bestes. Und hier habe ich den Galoppwechsel erst nach dem Sprung gemacht. Und nicht überm Sprung, deswegen mache ich das hier jetzt gleich nochmal. Aber habe ich da den Anfang nicht mehr mit reingeschnitten, sondern nur halt die Mitte, wo ich das halt versucht habe. Und jetzt hat das dann auch geklappt. Der war richtig schön. Der war richtig schön. So, ich glaube, wir kommen dann aber auch schon dem Ende zu wieder. Hier, das ging ja fix. Das ging ja fix. Ah, hier, ja, hier bin ich dann da nochmal diese Distanz, diese gebogene Linie vom gelben zum blauen Steil geritten. Das hat, naja, ganz okay geklappt. Von der erst blau und dann gelb hat besser geklappt als erst gelb und dann blau. Muss ich jetzt ehrlich sagen, auch wenn ich dann da bei gelb immer ein bisschen nach außen gedrückt worden bin. Und hier, was mache ich denn da? Halleluja. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Das war jetzt irgendwie richtig schnell. Bis beim nächsten Mal. Abonnieren, Werbungen gucken. Tschüssi!